Okay, sehr gerne, Herren. Wir machen hier kurz einen Cut, weil ich muss mega pingeln. Bis gleich. So, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zurück am Stück bei Kingdom Come Deliverance und dann müssen wir halt eben jetzt nochmal da rein. Hallo. So, das heißt, wieder da hochlaufen. Achtung, Mutter Teresa, aufpasse. Schwer gerüsteter Panzer, Ritter unterwegs. Panzer, nee, Panzer gab es damals noch nicht. So, muck mal auf die Tür hier, muss da rein. So, dann laufen wir mal da lang und da lang, laufen dann OP vorbei und zack. Müssen wir es leider doch lesen. Jan der Müller aus Patzau gestand mit Hilfe von... Oh Gott, ich brauche was zum Schreiben. Ich brauche noch eine leere Seite. Hat er? Nee, ist so. Genau. Patzau gestand mit Hilfe von Jenik Zacker aus Poschnau und jemanden namens Holfik die Bünde im Buschendorf ausgeraubt, keine lebendige Seele zurückgelassen, das Diebesgut im Wirtshaus von Peter in der Poschna verbrast zu haben. Deshalb, derselbe Jan sagte aus, dass sie das aus der Mühle gestohlene Eisen an einen gewissen Händel genannt Einauge Zimmermann in der Nähe von Patzau verkauft haben. All das gestand er ohne Folter. Jan der Müller wird als Gemeiner zum Tode durch den Strick. Also Tode Strick. Diebesgut. Der junge Pribel schrieb als erzählt herum, dass Marschek, Bruder des Bürgers Hinko aus Willemuts, zusammen mit Blumel Zadovac aus Bohova, Hilken aus Scheschitz und ein Diebstahl begangen haben. Derselbe Pripek sagte zudem, Marschek habe das Schwert von Matzek, dem Zimmermann, genommen und es unter einem Mantel versteckt, fortgeschafft. Des Weiteren erzählt er, Martin, auch Amsel von Scheschitz genannt, habe im Schutze der Dunkelheit zwei Pflüge mitsamt deren Pflugscharen von den Feldern gestohlen und sie Nikolas verkauft. Pribek Schibal wusste von diesem Vergehen und meldete sie nicht. Für die Beihilfe an Diebstahl bezieht er 30 Schläge mit dem Stock. Beihilfe Diebstahl. Diebstahl. 30 Schläge Stock. So, Tellitz gestand einen Frauenmantel von Hausherrin Zorena gestohlen und ihr in ihn Beneschau verkauft zu haben. Des Weiteren stahl er das Pferd von Nikolas aus Brezny und verkaufte es in Bribram. Dann raubte er Marzik Hudetz und Michael drei Ochsen und den Mantel der Hausherrin von Zwikowitz. Er sagte zudem, dass der Schipow Sohn Undrin aus Strauwitz für ihn den Heuhaufen und den Kuhstall von Pribek, dem Stahlmeister, angezündet und niedergebrannt habe. Außerdem gestand er mit Michaletz und seinem vom Lieten zwei Pferde aus Minichowitz gestohlen zu haben und sagte, dass Pribek aus Nebuchow ein Pferd von einem gewissen Jan entwendete. Auch erzählte er, Schlapp aus Beneschau habe für sie vorher die Lage ausgekundschaftet und ihnen alles für Münzen gekauft dafür und insbesondere für Brandstiftung wieder Telitz ertränkt. Also Brandstiftung und Diebstahl. Ertränkt. So. Kubin genannt der Bock, Freiherr von Milotitz, gestand sich gemeinsam mit Nikolas und Blauwut aus Klunznowitz des Diebstahl eines Pferdes, welches ein Mönch aus Stribro in Mytha sein genannt hatte, schuldig gemacht zu haben. Darüber hinaus sagte er aus, Lewetz und dessen Sohn Jan hätten den Mord an Vogt von Hulubkvo und vielzähligen Diebstähle begannen. Auch erzählte er von Gregor, dem Bruder von Mikael, dieser soll mit ihm gestohlen und einen Händler für dessen Wertsachen getötet haben. Gubin führt sie bei dieser Tat an und gab sich auch den Morden und Plündern hin. Als Freier von Labai wurde er zum Tode durch das Schwert verurteilt. Adliger Tod durch Schwert. So, weil Mord
Und Diebstahl. Diebstahl. Ich kritze es nur hin. Martin aus Bietisch genannt, der Hirsch, sagte aus, auf dem Heimweg von einem Meißen einen Händler ausgeraubt und daraufhin gefallen am Diebeshandwerk gefunden zu haben. Deshalb entscheidet er sich, Missetaten wie diese gemeinsam mit einem Spießgesellen Jan Masser in der Provinz fortzuführen. Um besagten Missetaten mit noch größerem Erfolg ausüben zu können, tötete sie drei schwangere Weiber in Krodim und in anderen Städten, schnitten die Föten aus ihren Leibern und nahmen das Herz, Lunge und Leber. Die Eingeweide kochten sie in den Teufelschenken in Böhmen und verzehrten sie, da diese ihnen mehr Kühnheit und Kraft für ihre schädigen Taten verleihen sollten. Dafür haben sie mehr als nur den Tod verdient. Ihr Fleisch wird zerrissen, ihre Augen herausgebrannte Körper vom Richtrat zermalmt. Okay, mehrfacher Mord. Facher Mord und Kannibalismus. Kannibalismus. Folter halt. Nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Anna aus Strachowitz genannt. Ah, letzten Seiten. Zurea sagt aus, ihre Kinder mordet und ihren Nachbarn Jan Kostin dazu gedrängt zu haben, ihren Ehegatten zu ermorden. Dieser verkaufte daraufhin mit ihrer Hilfe die Ochsen und hegte die Absicht, den Hof für seine Zwecke zu nutzen. Anna Zwona wurde lebendig begraben, woraufhin man ihr einen Pfeil durchs Herz trieb, auf dass sie nicht als Wiedergängerin aus dem Grabe aufersteht. Okay. Gut, schön zu wissen. Was hat die jetzt Kind verkauft, ne? Nee, Kindermord. Kindermord lebendig begraben. So. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Flaschim, sagte am Karsamstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschitze, auch hinkender Heinz A., genannt Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand auf dem Weg nach Thalberg dem Vogt um 5 Pferde und Kostbarkeiten im Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben, wobei auch Hinek, genannt Stinker, zugegen gewesen sein soll. Er gab au außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Hinek in den Wäldern, um Ledetschko aufgehalten zu haben. Tonda würde für den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Diebstahl. Ohr abgeschnitten. Gut. So. Dann müssen wir kurz nochmal mit dem Vogt reden. Ich hoffe, der ist gerade noch irgendwo hier in der Nähe. Sonst muss ich ihn kurz suchen gehen. Dö. Gott sei. Ach, da ist er ja. Allmächtiger ist der. Kann ich mehr reden mit ihm? Haben wir das irgendwo in der Questlog stehen? Mehrfacher Mörder und Adliger. Peter Verdauber. Warte, schreibe ich mit einer anderen Farbe auf. Peter von Dauber. Hinrichtungsschwert. So. Herald Frost ist ein schrecklicher Mann, der anderen gerne Leid sieht. Georg Weiß ist ein kaltblütiger, mehrfacher Mörder. Diebesgut, Brandstiftung und Diebstahl. Mehrfacher Mörder. Wurde eigentlich Folter angehängt? Andere leiden sehen. Ja, das wird dann Frost sein, dass er auf Folter drauf geht. Georg Weiß ist ein kaltblütiger, mehrfacher Mörder. Da haben wir aber nichts in der Hinsicht.
Wobei, lebendiger Leib vergraben könnte es dann sein. Ist zwar Kindsmord, aber. Beihilfe Diebstahl sind 30 Peitschenhiebe, Brandstiftung und Diebstahl ist Ertränken. Tod durch Strick ist Diebesgut. Könnte aber auch da sein. Und Folter auf jeden Fall der Frosty halt. Seite brauchen wir noch, da müssen wir jetzt kurz zu einem anderen gehen. Auch immer der sich rumtreibt. Ja, alles fürs Haus, bla bla bla. Mut hier jetzt mal lang, du. Komm hier aus dem Weg. Puss mal auf, muss hier weg. Der wird da vorne, glaube ich, wenn wir Glück haben, noch irgendwo laufen. Aber kann sein, dass er da drüben auf dem Weg ist, weil der läuft gerade weit ein Stück nach links. Heinrich. Jo, finde ich auch, dass ich schön bin, gell? Ist tolle Sache. Ja, da vorne ist... Nee, das ist eine Frau. Auf jeden Fall laufen wir mal über die Brücke da drüber. Ironischerweise haben wir den geklaut, ne? Früher. Eine Weile ist es her. So. Wir laufen mal eine Weile. Wir brauchen ein bisschen mehr Ausdauer. Unser kleiner Heinrich schon ein kleiner Dicker geworden ist inzwischen, ne? Und ich weiß, mit der Rüstung ist es schwerer zu laufen, aber dann gewöhnt er sich an das Gewicht, der faule Sack. Geht's hier auch irgendwo durch? Dann müssen wir halt da hochlaufen, Heinrich, ich kann's nicht ändern. Okay. Was hätten wir den Weg hochgeführt? Ach, von da. Ach, hätte einfach abbiegen müssen. Ja, okay, gut. Ja, passiert. Die Wege muss man auch erstmal kennen. Oh Heinrich, du hast echt keine Ausdauer, mein Freund. Das ist schlimm. Eine Woche Zeit. Na gut, zum Glück haben wir das heute gleich erledigt. Ansonsten nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Ah, guck mal. Da sind wir ja schon bei ihm. So. Hallo Schweinchen. Ach, dass er da nicht hochhüpft. Ah, da ist er. Gott schütze dich, Heinrich. Henker Hermann, ich hab dich mal beklaut. Trust me, I'm an Engineer. So. Ich brauche deinen Rat. Ja. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja, hab ich. Das kennen wir doch schon. Sag mir, was du weißt. Und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Peter von Dauber. Ja. Peter von Dauber hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Er wird gehängt, geknöpft, ertränkt, lebendig, begraben, gefoltert, 30 Hiebe, auf ihn wartet der Scheiterhaufen. Er wird geköpft auf jeden Fall, ja. Mit dem Schwert. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger. Also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. Georg Weiß, weiß nicht, Frostherald. Frostherald ist der Schlimmste. Ein Schurke des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Er wird gefoltert. Mit dem wird sich der Henker Zeit lassen. Er wird uns seinen Tod betteln. Wenn ich mich nicht irre, beginnt er mit dem Fleischreißen. Ja, könnte stimmen. Er hat es verdient. Georg Weiß. Ich muss mal kurz mehr... Ja, warte mal kurz lieber. Questlog. Kaltblütiger mehrfacher Mörder. Pebbles? Ah, da bist du ja, meine Maus. Komm mal mit mir, wir lesen nochmal in dem Buch. Irgendwas passt da gerade nicht zurecht. So, es ist fein. Gutes Kind.
Ich wollte gerade springen, aber zum Glück habe ich es nicht getan. Spring, Pebbles! Hallo? Springst du nicht mehr? Bist du zu langsam für Springen, oder? Was los? Wir gucken nochmal nach, vorsichtig, aber ich... Es passt gerade nicht. Tote Strick wegen Diebesruhe ist ein mehrfacher Mörder. Da könnte er ertränkt werden. Hi. So, perfekt, Pebbles. Du kannst rausschlabbern, ne? Ich gehe nochmal kurz nachlesen. So, zip. Vielleicht finden wir noch was anderes. Oh Mann, nee. Da haben wir alles mitgenommen, das waren Standardbücher. Ausgeraubt zu einer lebendigen See. Strikt wird aufgehängt, okay. Gut. Geh mal davon aus, dass der aufgehängt wird. So. Ah, ich erkunde nicht kurz mein Buch hier zurück. Mein Mr. Teddy. Den heißgeliebten. Gut. Haben wir den Busy Platz. Machen kurz unsere Pebbles. Die ist transparent. Ah, da ist ja auf einmal texturiert worden. Ach, sehr schön. So. Achtung, Kenneth. Ich muss zum anderen. Zum Henker Hermann. My best friend. Trust me. Also, der wird gehängt. Das ist ja schon mal okay. Dann können wir da dagegen auf jeden Fall schon mal was machen. Das ist gut. Dann gucken wir mal, dass wir den richtigen Weg jetzt finden. Das heißt, wir müssen da hoch und die nächste dann rechts. Ah, hier war's, genau. Sehr schön. Pebbles, ey, du sollst dem Weg folgen, du Pferd. Feuer! Ich finde so Trampelwege irgendwie witzig, hier haben wir's. So. Gut, Pebbles darf sich ausruhen. Henker Hermann. Wie ihr schlaft in getrennten Betten, was geht bei euch für einen Film? Ich weiß nur, ja, sag mir, was du, aber bedenke, dass jeder Henker. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Er verdient keinen ehrenhaften Tod und wird deswegen wohl am Galgen baumeln. Ein Mörder hat nichts anderes verdient. Macht Sinn. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Also, wie sieht der Plan aus? Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken. Ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer. Die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Das wird interessant. Gut. Und wie mache ich es stumpf? Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Das sollte genügen. Beim Fleischreißen muss der Bastard leiden.
aber so lange wie möglich überleben. Aber wenn er gleich zu Beginn tot umfällt... Dann steht der Henker dumm da. Aber wie kann ich das bewirken? Ich weiß nicht. Das hängt vom Können des Henkers ab. Ein erfahrener Henker fängt dort an, wo es nicht zu heftigen Blutungen kommt. An den Seiten, an der Brust. Und der Kuttenberger Henker ist gewiss erfahren. Ohne Zweifel. Sie verwenden eine spezielle Zange und währenddessen werden die Wunden versorgt, damit der Verurteilte länger am Leben bleibt. Alter! Was, wenn ich denjenigen abfülle, der sich um die Wunden kümmern soll? Besser nicht. Es könnte einer aus Ratei sein. Und selbst wenn nicht, wäre es dann nicht des Henkers Schuld. Eventuell könnte man die Zange mit etwas benetzen. Hm. Und du wüsstest womit? Ich kenne mich da ein bisschen aus und könnte etwas besorgen. Das würde gehen. Gute Idee, Heinrich. Das sollte genügen. Oh, das erste wird schwer mit dem Köpfer. Was ist mit dem Galgen? Bin ich mal gespannt. Wenn das Seil reißt, ist das eine unfassbare Schmach für den Henker. Der Pöbel sieht es als den Willen Gottes an und manchmal muss der Verurteilte dann sogar freigelassen werden. Und wenn ich es anschneide? Ja. Ich bezweifle, dass das klappt. Er würde es vor der Hinrichtung überprüfen, wenn er den Galgen vorbereitet, und würde es wahrscheinlich merken. Ich lasse es halt durchschießen, ich könnte es austauschen. Und wenn ich es austausche? Könnte klappen. Ich habe hier ein altes Seil, das ich nicht mehr verwende. Sieht in Ordnung aus, ist aber morsch. Gut, ich versuche es. Das sollte genügen. Was ist mit dem Galgen? Wenn das Seil reißt, ist das eine Echt jetzt? Nee. Aber ich könnte das Seil aus einiger Entfernung mit einem Pfeil durchtrennen. Unsinn, das schafft keiner. Aber... Ja. Wer setzt dir solche Flausen in den Kopf? Etwa ein Weib? Selbst wenn du es treffen würdest, ist so ein Seil viel zu dick. Okay. Und selbst wenn du es so durchtrennen könntest, glaubst du, dass niemand etwas bemerken würde? Ist wohl nicht der beste Plan, den ich hier erdacht habe. Das hoffe ich doch. Gut. Das sollte genügen. Danke. So. Sabotiere Hinrichtung des Henkers. Ja. Warum wird mir das nicht angezeigt? Hä, das muss ich aber nicht verstehen. Hat mir das auf der Map nicht angezeigt? Hat eigentlich mir das verbindet, mein Assist in den Kuttenberg in keinen Auftrag bekommen hat. Laufen wir mal Richtung Osten und schauen mal, dass wir, ob der da ist. Ach, das überlappt sich nur. Ah, okay, gut, ich dachte gerade. Ich wollte heulen. Schon wieder ein Bug. Genau wie hier. Mann, was soll das? Hallo? Hüpf doch mal, wenn man es dir sagt. Ja, das bringt mir nichts, wenn du es 2 Minuten später machst, wenn ich gedrückt hatte. Mann, Heinrich. Manchmal du, nö. Meister Eberhard würde da nur noch meckern mit dir. Wir lassen uns Zeit, wir warten nicht, bis er schläft und dann ziehen wir unsere Klamotten aus und dann gucken wir mal, dass wir an den rankommen. Wir müssen mal ein Schloss knacken, das könnte haarig werden. Eieiei. Ist es noch weit? Geht eigentlich. Können wir hinrennen. Gut, Theresa, machen wir später, weil das ist gerade wichtig, da haben wir ein Zeitlimit gesetzt bekommen. Ich würde das ungern strapazieren. Hallo.
Irgendwer da? Ja. Oh, und vielleicht haben wir noch ein paar Vollidioten, die versuchen sich mit uns anzulegen. Ich würde so lachen. Okay, passt. Schwert ist da und Schild ist auch am Start. Hier wurden wir schon öfters mal überfallen an der Stelle. Ich bin auch froh, dass wir den Kampf eigentlich recht gut überstanden haben, ohne sonderlich viele Verluste einstecken zu müssen. Das war schon übel. Vor allem wie viele das waren. Fugtet. Müssen wir wieder warten, wieder durchschnaufen. Jetzt können wir wieder rennen. Weil ich will echt noch die Agilität hochdrücken. Die muss besser werden. Unsere Ausdauer ist noch nicht so optimal. Vielleicht können wir es auch noch hinbekommen, dass wir... genau, ich weiß, was ich üben könnte mal. Das war vielleicht eine Idee. Die Kombos. Kombos wäre eine schöne Sache. Klang, klang, klang. Klang, klang, klang muss es machen, nämlich. Nicht einfach nur wildes raufgeschlage. Ups. Andere Seite, ich dachte gerade. Wo soll der da sein? Müssen wir kurz so hochklettern. Ach, wir haben halt einfach den Weg verpennt. Mann, Junge. Hätte ich aufpassen können, aber nein, das tut man wieder nicht. Back hoch zu? Das kostet denn eigentlich mehr Ausdauer? Da habe ich noch nie drauf geachtet. So, jetzt bin ich auf dem Weg. Bringt mir das was? Nee, nicht ganz. So. Huch. Hä? Ah ja. Aha. Waldgarten entdeckt. Cool. Ist ja interessant. Könnten Henker einfach auch umlegen. War ich immer noch meine Idee, aber gut. Dann halt nicht. Müssen wir halt leben lassen. Pfiff. Einmal kurz hin. Zack, Messer und Brustkorb. Ende. Vor allem, wo ist denn der? Müssen noch langsam da sein, als wir wohl ein echtes Pferd. Da links im Haus? Scheint so. Weiß, hier wird so viel angepflanzt, da können wir gar nicht mitnehmen. Was ist das? Huch. Ups. Muss aufpassen. Ausziehen. Das muss weg. Das. Tragen die Waffen auch was dazu bei? Nö. Hucha. Der pennt ja noch nicht einmal. Wir speichern hier mal kurz. Ja, die Stricke reißen. Hehe. Das ist noch eine Töle, ich glaub's nicht. Kann man den Hund nicht einfach mit fallen Bogen abknallen? Ich kann skippisch nicht rein. Ich weiß ja auch den Laufweg nicht. Etwas doof. Einfach einen Hund zu herkommen, Header geben, fertig. Ich glaube, wir sollten warten, bis es Nacht ist, bis er schläft vielleicht. Ah, warten wir mal noch eine Stunde. Oh, Energie geht runter. Schlecht.
Das müssen wir noch ausgleichen gleich. Ich decke nicht pennen, oder?